Hallihallo, das ist die Folge Nummer 40 des Podcasts Innerer Reichtum – Reinventing Lives and Organizations. Mein Name ist Mike Kaiser und ich bin Berater, Trainer, Autor und Vordenker. Mein heutiger Gesprächspartner ist Marc Wagner. Marc ist Managing Partner bei der DTCon. Und da wir dort seit wenigen Wochen Kollegen sind, war es nicht mehr als naheliegend, dass wir ein gemeinsames Interview machen. Und zwar zu dem Thema, das uns gerade sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich Company Rebuilding. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Hallo Marc, schön, dass du da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir heute und hier über Corporate Rebuilding zu sprechen. Jo, hallo Mike. Ich freue mich auch. Super. Marc, so wie ich die Wirtschaftswelt wahrnehme, ist diese ja in den vergangenen 10, 20 Jahren immer komplexer geworden. Das Internet, Globalisierung hat dazu beigetragen, dass die Vernetzungsdichte in der Welt immer weiter zugenommen hat. Das hat natürlich entsprechende Folgen. Die Wirtschaftswelt ist schnelllebiger geworden. Auch unbeständiger, ganz klar, was heute gilt, kann morgen schon absolut obsolet sein. Die Welt ist mehrdeutig geworden, also Stichwort VUCA-Welt dürfte ja jedem bekannt sein. Was machen deines Erachtens Unternehmen, um mit dieser Herausforderung umzugehen? Ja, eine gute Frage. Also erstmal, wenn wir auf Unternehmen eingehen, ist, glaube ich, die Frage insbesondere interessant, was machen etablierte und größere Unternehmen, um mit dieser Situation umzugehen. Weil die Situation ist ja letztlich folgende oder eine ganz wesentliche Veränderung gegenüber früher ist nicht nur das Thema Schnelllebigkeit, sondern insbesondere auch, dass Markteintrittsbarrieren weggefallen sind. Mhm. Und eine ganz wesentliche Markteintrittsbarriere, das war in der Vergangenheit schiere Größe von Unternehmen. Ich habe Assets aufgebaut, ich habe dadurch den Zugang erschwert, ich habe Skaleneffekte realisiert. Das ist de facto kein wirklicher Vorteil, sondern eher mittlerweile ein Nachteil, weil insbesondere kleinere Einheiten, das merken wir ja, und kleinere Unternehmen in der Lage sind, viel, viel schneller auf Veränderungen zu reagieren und Technologie ja de facto ohne große Kosten verfügbar geworden ist und von daher halt auch kein Hinderungsgrund mehr für kleinere Unternehmen ist, in Märkte einzusteigen. Und von daher gibt es jetzt ganz unterschiedliche Reaktionen, die man sieht, mit denen größere Unternehmen auf diese Situation reagieren. Erster Punkt ist, das, worin große Unternehmen gut sind und Konzerne gut sind, darauf sind sie auch konditioniert über Jahrzehnte, ist, Bestehendes immer effizienter, immer besser zu machen. Also Stichwort inkrementelle Verbesserung, Stichwort große Effizienzvorhaben, die wir immer wieder erlebt haben in der vergangenen Zeit, gerade bei deutschen Konzernen, die dazu führen, dass man quasi nochmal auf der Bottomline die letzten 5-10% rausschwitzt. Das reicht jetzt nicht mehr. Plötzlich ist Innovation gefragt. Plötzlich ist gefragt, die bestehenden Geschäftsmodelle auch in Frage zu stellen. Und da reagieren jetzt größere Unternehmen häufig folgendermaßen drauf, dass sie an irgendeiner Stelle recht isoliert Innovation Labs oder Digital Labs aufbauen, die dann dazu dienen sollen, diese heiß ersehnten Innovationen hervorzubringen. Also das ist eine Reaktion. Eine zweite Reaktion, das ist eher das reflexartige, großes Transformationsprogramm, was dann das gesamte Unternehmen betrifft, in dem mühsam häufig dann auch mit intensiver Beratungsunterstützung versucht wird, das Unternehmen nochmal neu zu schneiden, ganz in seiner Ganzheitlichkeit, bestimmte Funktionen zusammenzulegen, also quasi noch mehr Effizienzen rauszuholen und durch eine Neustrukturierung sich gegebenenfalls marktorientierter aufzustellen. So, das ist eine zweite, ja, ganz, ganz klassische Reaktion. Und ich glaube, ein dritter Punkt ist Aufkaufen. Ja? Mhm. Also schauen, gibt es irgendwo draußen ein Target, das man hinzukaufen kann?
und was man danach dann versucht, in den bestehenden, in das bestehende Organisationskonstrukt einzubinden. Ich glaube, alle drei Reaktionen auf diese Veränderung sind nur suboptimal. Denn beim Thema Digital Labs merken wir jetzt schon, das habe ich vor einem Jahr schon mal in einem Artikel geschrieben, davon gehen immer mehr oder werden immer mehr Aktivitäten eingestellt, immer mehr Digital Labs werden eingestellt, weil sie zu sehr aus dem bestehenden Geschäft rausgelöst sind. Also die Anschlussfähigkeit fehlt, dann die Ernsthaftigkeit dahinter fehlt, wirklich skalierbare Geschäftsmodelle hervorzubringen. Manchmal sieht das Ganze eher wie eine Feigenblattnummer aus oder quasi so eine Placebo-Initiative, oh, wir sind auch ganz innovativ und dann krebsen irgendwelche Ausgründungen gerade so an der Schwelle der Profitabilität. Und beim Thema konzernweite Transformationsprojekte, wo es vor 15, 20 Jahren noch gereicht hat, ein Programm 5 Jahre durchlaufen zu lassen und dann zu hoffen, dass die Effekte kommen, das ist halt jetzt mittlerweile viel zu lang. In 5 Jahren hat sich die Welt einmal komplett gedreht. Also das funktioniert auch nicht richtig. Und der letzte Punkt, Post-Merger-Integration hat, ich glaube, KPMG vor einiger Zeit auch nochmal dargelegt, über 80% der Post-Merger-Integration, die scheitern. Also von daher alle diese drei Strategien, um mit dem Thema, was du VUCA World bezeichnest und den schnellen Veränderungen und neuen Playern umzugehen, ja, sind eigentlich suboptimal und funktionieren nicht so richtig. Zum Thema Digital Labs, die Kapital hatte da auch eine Studie irgendwie vor geraumer Zeit zu dem Thema rausgegeben, dass das zwar, ja, also in Deutschland ja exorbitant viele, ich glaube deutschlandweit sollen es 100 Digital Labs sein, allein in Berlin 30, die da entsprechend aufgebaut wurden, aber halt auch ganz klar ja, herausgearbeitet wurde, dass denen halt die Exekutivfunktion halt fehlt. Das heißt, sie überhaupt nicht in der Lage sind, das, was sie so entwickeln, dann tatsächlich auch auf die Straße zu bringen. Ne? Genau, ganz genau. Also das ist auch meine, das ist auch unsere Beobachtung. Mit Sicherheit gibt es Aktivitäten, die auch durchaus Erfolge hervorbringen, aber das ist definitiv die Minderheit. Jetzt zeichnet das ja so ein bisschen ein düsteres Bild, in Anführungsstrichen, was Konzerne und große Unternehmen anbelangt. Haben die denn tatsächlich in der Gegenwart nur Nachteile oder siehst du denn da auch Vorteile? Nee, ganz im Gegenteil. Also ich sehe, also häufig, wenn man mit Konzernlenkern spricht oder mit Verantwortlichen in Konzernen, ist das eher so mit weit aufgerissenem Mund, wird den Startups zugeschaut und fast hilflos steht man davor und überlegt, oh, wie können wir denn da irgendwie gleichziehen? Wie können wir denn genauso agil, genauso so schnell auf Veränderungen reagieren und wie können wir denn auch am Ende des Tages so coole Produkte hervorbringen? Dabei vergisst man natürlich eins, dass mehr als 90% der Startups überhaupt nicht erfolgreich sind, also nur ein ganz kleiner Teil überhaupt erfolgreich ist und ein ganz minimaler Teil davon so erfolgreich, dass er am Ende des Tages für etablierte Unternehmen wirklich eine Gefahr sein kann. Also erster Punkt. Zweiter Punkt. Konzerne haben einen Riesenvorteil oder haben mehrere Riesenvorteile, gerade gegenüber kleineren Unternehmen. Hat eins, sie haben Erfahrungswissen und zwar enormes Erfahrungswissen, was geht und insbesondere auch, was nicht geht. Das ist häufig nicht sinnvoll aufbereitet. Das ist häufig nicht in der Form da, dass man sagen kann, okay, es wird bei neuen Vorhaben dann auch in ausreichendem Maße wieder reflektiert, aber dieses Erfahrungswissen, das fehlt Startups, das fehlt vielen, auch der Highflyer-Star-Unternehmen, die wir im Moment beobachten. Denn wenn wir uns anschauen, viele Konzerne, schauen wir uns eine Bosch an, eine Siemens, die bestehen über Jahrzehnte erfolgreich. Das müssen viele der hochgelobten digitalen Player und Champions müssen das erstmal beweisen, dass sie so lange überleben. Und dann haben natürlich Konzerne und große Unternehmen einen Riesenvorteil, das sind Ressourcen. Ne? Absolut. Und das in so großer Menge, dass man eigentlich sagen kann, bei Unternehmen, die 10, 20, 30 oder vielleicht sogar 100.000 Mitarbeiter in ihren Strukturen haben, kann man davon ausgehen, dass man für fast jedes Vorhaben
die richtigen Fähigkeiten und Capabilities am Start hat. Die muss man natürlich nur in entsprechendem Maße identifizieren. Und vielleicht noch ein allerletzter Punkt, wenn ich denn dann ein starkes Brand habe als Unternehmen, das bereits über Jahre etabliert ist mit bestehenden Kundenkontakten, vielleicht auch mit einer bestehenden Infrastruktur, dann bietet mir das natürlich auch einen immensen Vorteil gegenüber neuen Playern. Also von daher glaube ich gar kein so düsteres Bild, sondern eher die Reaktion auf diese Veränderungen, die erscheinen dann manchmal ein bisschen hektisch und nicht so wirklich nachhaltig oder ganzheitlich durchdacht. Was ja so rauskommt bei unserem Gespräch ist, dass das Thema Größe ein absoluter Agilitätskiller ist. Und die Frage, die sich dann natürlich zwangsläufig aufdrängt, ist, wie schaut denn eine gangbare Lösung aus? Was sollten denn Konzerne tun? Wie sollten sie mit diesen Herausforderungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sinnvollerweise umgehen? Genau, also Größe ist mit Sicherheit Größe und insbesondere hierarchische, starre Strukturen, die ja ursprünglich mal gebaut worden sind, um eine große Anzahl von Menschen zusammenzuhalten und zu organisieren. Das sind, wie du schon richtig sagst, absolute Killer oder ich würde mal vorsichtiger sagen, die behindern ein agiles, flexibles Handeln und die verhindern natürlich auch ein Eingehen auf, was früher so schön als Black Swan Event bezeichnet wurde. Dafür sind sie nicht geschafft, ja, weil sie sollen eine Effizienz erzeugen, etc. Also von daher grundsätzlich teile ich das Thema. Ich hatte ja eben schon ausgeführt, Konzerne haben keinen Nachteil, sondern haben in diesem Kontext eher einen Vorteil, nämlich das Thema Ressourcen. So, und das, womit wir ja jetzt rausgegangen sind, unter dem Stichwort Company Rebuilding, das ist de facto eine mögliche Antwort, mit diesem Dilemma, in dem sich viele dieser großen Unternehmen befinden, umzugehen. So, und das Ganze funktioniert letztlich so, es verbindet sowohl ja, sag mal, die Elemente, die agile kleine Einheiten mit sich bringen, verbindet es mit den Vorteilen, die ein Konzern hat. So, und was wir halt gesagt haben, ist, ich habe im Konzern normalerweise die notwendigen Ressourcen oder zumindest einen großen Teil der notwendigen Ressourcen, um ein Nukleus für ein neues Geschäftsmodell, für ein neues Ökosystem, sei es digital oder auch physisch oder kombiniert, um das zu bilden. So, diesen Nukleus, den muss ich aus dem Konzern rauslösen. Ja, muss ich rauslösen und muss den quasi erstmal oder nicht erstmal, ich muss ihn dann auch schützen vom Rest des Konzerns. Ich muss quasi so eine Art Einbahnstraße einbauen, im Sinne von dieser Nukleus, der muss sich perspektivisch aufbauen können unter Nutzung des Konzerns, aber nicht umgedreht. Der Konzern darf nicht hingehen können und darf sich wiederum die guten Ressourcen aus diesem Nukleus und aus dieser neu entstehenden Zelle rausziehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. So, wenn man dann dieses Nukleus-Team mal gefunden hat, also quasi das Gründungsteam, und da ist schon der erste wichtige Punkt, dieses Team, das bildet man nicht auf Basis von Kriterien, die man aus klassischem Management-Assessment kennt, weil hier geht es nicht um Manager, hier geht es um ein Gründungsteam, sondern da geht man zum Beispiel vor nach Kriterien von High-Performing-Teams. Da hat zum Beispiel die Hanley University eine ganze Menge zu gemacht. Das sind letztlich andere Kriterien, um hier ein optimales Gründungsteam zu finden. Und dieses Gründungsteam, das entwickelt dann eine Vision, ja, eine Vision, die einen spezifischen Kundenwert adressiert mit einem ökonomischen Hintergrund, weil es geht jetzt nicht darum, NGOs auszugründen, sondern es geht nachher um den wirtschaftlichen Zweck. Und diese Vision mit einer klaren Wertorientierung, die definiert letztlich nachher den Rahmen für ein Ökosystem, das aus diesem Nukleus entsteht. So, und wenn dieser Nukleus jetzt beginnt, das Geschäftsmodell aufzubauen und zu wachsen, dann hat er zum einen die Möglichkeit, das Wachstum durch Ressourcen aus dem Konzern Entschuldigung, zu speisen. Oder, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt beim Thema Ökosystem, weil wir haben dank technologischem Fortschritt jetzt die Möglichkeit, uns ja über Plattformen zu organisieren, das Wachstum dadurch zu induzieren, dass ich mir externe Partner, dass ich mir Kunden
direkt in den Wertschöpfungsprozess mit reinholen. So, was dann ganz entscheidend ist bei dem Nukleus und dem Aufbau dieser Zelle, also wir haben uns ja bei dem Thema Company Rebuilding so ein bisschen am Thema Zellteilung orientiert. Was dabei ganz wichtig ist, dass diese Zelle eine Art Kopiervorschrift für weitere Zellen definiert, in dem feststeht, was sind die Werte, an denen wir uns orientieren, was sind Regeln der Zusammenarbeit innerhalb dieser Zelle und darüber hinaus mit den Partnern, ja, also Regeln der Wertschöpfung und Regeln der Zusammenarbeit. Ganz wesentlicher Punkt. Vieles, was wir in der Vergangenheit hier zum Thema New Work gemacht haben, fließt dort genau ein. Agile Strukturen, demokratische Führungsansätze, quasi ein wirklich barrierefreies Arbeiten, Nutzung von digitalen Tools etc. So, und jetzt, wenn jetzt diese Zelle wächst, die Produkte an den Markt bringt, Wertschöpfung erzeugt zusammen mit Partnern und auch unter Einbeziehung der Kunden, dann gibt es jetzt einen ganz entscheidenden Punkt für diese Zelle, nämlich der Punkt, wo man sich überlegen muss, okay, opfere ich durch weiteres Wachstum Agilität und opfere ich in gewisser Weise auch Effizienz. Ganz So, wichtiger Punkt da. genau, und das ist ja die berühmte Dunbar Number, sagt ja, ab einer Anzahl von etwa 120 bis 150 Personen wird es schwierig, wirklich stabile soziale Kontakte zu erzeugen. Deswegen haben wir gesagt, eine Regel für die Teilung dieser Zelle in eine weitere Zelle, die dann nach dieser Kopiervorschrift entsprechend mit den übrigen Zellen und Partnern zusammenarbeitet, ist genau diese Zahl, nämlich zu sagen, okay, ab etwa 120 bis 150 erzeuge ich eine neue Einheit. Warum tue ich das? Das tue ich letztlich, um das zu vermeiden, was wir gerade in großen Unternehmen und Konzernen haben, nämlich Overhead, Lehmschicht, ja, der Wechsel vom Leader zum Manager. All dies findet genau dann statt, wenn ich diese magische Zahl überschreite. Also jetzt nicht sklavisch zu verstehen, aber Ja, schon diese klar. Richtung. Ja. Und eine zweite Regel für die Teilung der Zellen, und das macht ja zum Beispiel eine Haier sehr schön in ihrem Descaling-Ansatz, und da macht auch eine Alibaba, also gerade im chinesischen Bereich finden Ja. wir viele Beispiele, das ist dann, wenn ein neuer Kundenbedarf entsteht, dass ich dann sage, ich bilde aus der Ursprungszelle, aus der Stammzelle, wenn man so will, bilde ich eine neue Zelle, die sich um diesen spezifischen neuen Kundenbedarf kümmert, dabei aber die gleiche DNA mit sich trägt. So, und dadurch schaffe ich am Ende des Tages ein Ökosystem, was auf diese Vision mit einem klaren Wertschöpfungsbezug einzahlt, was maximal agil ist, sich über Plattformen organisiert. Und als Konzern habe ich den Riesenvorteil, dass ich das Zellwachstum, dass ich das viel stärker oder viel schneller durchführen kann als zum Beispiel ein Startup, ja, der nicht bekannt ist und nicht über Ressourcen verfügt. Das bedeutet ja für mich, also wenn ich mir das bildlich vorstelle, es gibt ja dieses schöne Bild des Konzerns als Tanker. Und in einem früheren Interview hat mal ein Interviewgast gesagt, was nützt dem Tanker das Beiboot, wenn der Tanker auf einen Eisklotz zusteuert und über diese, ich sag mal, die Bildung von Zellen, also sprich dem Aufbau eines Ökosystems aus Teams, hat natürlich den Vorteil, dass du ja eine Anpassungsfähigkeit erzeugst und so natürlich ja, also mit diesen Herausforderungen ja besser umgehen kannst, oder? Ja, absolut. Also absolut. Also ich meine, das ist ja, es gibt ja diesen schönen Ambidextrie-Ansatz. Da bin ich auch in gewisser Weise ein Fan davon. Auch da wieder nicht sklavisch, weil Ambidextrie in einer Person finde ich immer ziemlich schwierig. Aber zu sagen, ich habe diesen Exploit, ich habe diesen Explore-Part, und dieser Explore-Part ist ja de facto der rausgelöste Nukleus, ja, der in gewisser Weise gefundet wird und dessen Aufbau unterstützt wird durch den Exploit-Part, also durch den Part, der
im Moment für Cash sorgt, das ist ja auch nochmal der wichtige Punkt. Es geht hier nicht darum, was ist hier besser, ja? Ist der Eben. Konzern das bessere oder das neu entstehende Ökosystem, sondern beides ist gleichermaßen wichtig, also Beidhändigkeit, Ambidextrie. Und das ist aus meiner Sicht, ist das Company Rebuilding Modell, wie wir das beschreiben, genau eine spezifische Ausprägung von diesem Ambidextrie-Ansatz und liefert in gewisser Weise eine Antwort darauf, wie ich das Thema Explore, also radikale Innovation hervorzubringen, die im Zweifelsfall mein bestehendes Geschäftsmodell in Frage stellen, also das heißt bewusst Widersprüche erzeugen, wie ich das Ganze am Ende des Tages operationalisieren kann. Du hast den vielleicht noch einen Punkt anzuschneiden, in deinem Artikel die Erschütterung der alten Macht, Erneuerung durch Company Rebuilding, auch den Punkt noch angeschnitten des Rückkopplungseffekts. Kannst du dazu vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Ja, Rückkopplungseffekt. also zum Konzern. Ja? Also in dem Moment, wo du diese Zellstruktur aufbaust, muss ja auch irgendwie ein Feedback zum Konzern entstehen. Und das ist die Frage, ob du dazu noch irgendwie ein, zwei Sätze sagen kannst. Ja, genau. Also die Rückkopplung, das hatte ich jetzt, deswegen habe ich jetzt gerade gestockt, weil wir haben de facto zwei Rückkopplungseffekte. Wir haben einmal die Rückkopplung, die wir haben innerhalb des Ökosystems von den einzelnen Zellen zu quasi der Stammzelle, ja, weil ich brauche am Ende des Tages, also da muss man sich nichts vormachen, ich brauche auch eine steuernde Einheit. Also ich kann nicht einen Riesenhaufen an selbstorganisierten Zellen haben, die nur durch eine Plattform zusammengehalten werden, sondern ich brauche in gewisser Weise auch eine Steuerungszentrale. Und deswegen liefern natürlich all diese einzelnen Zellen in gewisser Weise Rückkopplungsinformationen wieder zurück. Wie performe ich? Wie läuft das Ganze? Zum Beispiel, wir hatten das Beispiel Alibaba eben und Haier. Da zögert man ja auch nicht lange, so eine Mikroeinheit oder so ein Micro-Enterprise wieder dicht zu machen, wenn es nicht performt. Ja? Und das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also, das ist die eine Rückkopplung innerhalb des neu geschaffenen Ökosystems. Extrem wichtig, sich da ein sinnvolles Steuerungsmodell zu überlegen. In Richtung des Konzerns ist das eine etwas schwierigere Geschichte, weil ich muss ja dafür sorgen, dass dieses Ökosystem, dass diese neu geschaffene Einheit, dass die geschützt wird. Und ein Künstlerkollege von uns hat mal das Bild einer Schutzmembran gebraucht, um jetzt das Zellenbild wieder zu bringen. Schützen quasi vor dem Immunsystem des Konzerns. Also davor zu schützen, dass plötzlich der Konzern sagt, oh, da sind jetzt richtig coole Leute drin, die haben richtig was auf dem Kasten, die scheinen auch was auf die Straße zu kriegen. Die kann ich ja super für mein Kerngeschäft gebrauchen, ziehen wir die mal wieder raus. Also das darf nicht passieren. Was auch nicht passieren kann, darf dieses typische, und das ist ja genau ein Thema dieser Digital Labs oder dieser Labs, diese neu geschaffenen Einheiten müssen von der Exekutionsfähigkeit her komplett autonom sein vom Rest, also vom Konzern. Weil in dem, also einziger Punkt ist, wenn Sie Ressourcen brauchen, dann kriegen Sie die vom Konzern. So, das heißt, die Schnittstelle, die ich dort etabliere, die kann aus unserer Sicht nur über das Top-Management erfolgen. Also es kann nur über die Personen erfolgen, die für das Gesamtwohl des Unternehmens, ja, und wenn wir mal an eine Alphabet Holding denken, dann ist das eine ähnliche Struktur, wo ich sage, ich habe beide Parts, die Exploit und die Explore Parts, nur die sind in der Lage, das am Ende des Tages auszutarieren und zu handeln und eine richtige Entscheidung zu treffen, wohin wandern am Ende des Tages die Ressourcen, ja, weil wir ein Ausbluten der neu geschaffenen Zellen halt verhindern müssen und weil wir verhindern müssen, und das passiert halt im Moment vielfach, dass ich isolierte Monolithen habe, die ausbluten am Ende des Tages, weil ihnen der Rückhalt des Rest des Konzerns fehlt. Also dann entstehen Neideffekte, Zweiklassengesellschaften etc. pp. Ja, also das muss genau austariert werden. Von daher ist die Rückkopplung hier sehr, sehr beschränkt, läuft über das Top-Management. Und sorgt letztlich dafür, dass zurückgemeldet wird, hey, ich brauche für mein Wachstum neue Ressourcen, und natürlich auch zurückmeldet, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich findet der Aufbau statt.
damit dann auf einer Top-Ebene natürlich auch die Entscheidung getroffen werden kann, steuert das Ganze in die richtige Richtung oder müssen wir in irgendeiner Form gegensteuern? Ja. Weil auch da gilt wieder das Thema und auch das sehen wir bei den Beispielen, die in dem Kontext sehr gut funktionieren. Es funktioniert nicht ohne Steuerung und es funktioniert vor allen Dingen auch nicht ohne klare Regeln. Verstehe. Super. Ja, Marc, wir wollten es ja ganz kurz und knapp halten heute. Von daher, super cooles Thema. Eine ganz klitzekleine letzte Frage eher an dich als Privatperson. Was treibt dich jeden Morgen aus dem Bett? Was ist dein Why? Meinst du jetzt privat oder beruflich? Ja, Wahrscheinlich eher beruflich. eher beruflich, ja. Ja, genau. Ja, was treibt mich aus dem Bett? Also, ich habe, glaube ich, mit dem Job, und das soll jetzt gar kein Werbeblock sein, habe ich wirklich das Umfeld gefunden, das, was ich ursprünglich mal, als ich mit meiner beruflichen Karriere im zarten Alter von 19 gestartet bin, nämlich in Form von dem Aufbau eines eigenen IT-Startups, was ich da an Freiheitsgraden hatte und an Möglichkeiten, nach vorne zu schauen, strategisch zu denken, das auch umzusetzen und die Wirkung zu sehen. Das ist de facto was, was ich hier auch gefunden habe und etwas, was wir in den vergangenen Jahren, was unser Team mit dem Thema New Work hat aufbauen können, und zwar in einer Zeit, wo noch keiner an das Thema geglaubt hat, ja, Ja. dann trotzdem sich durchbeißen zu können und das Ganze halt unternehmerisch dann auf die Straße zu stellen und jetzt das nächste coole Thema am Start zu haben, das nochmal einen viel breiteren Scope hat und das Thema Kundensicht, ja, Geschäftsmodellsicht Ja. mit beinhaltet, dieses Thema Company Rebuilding jetzt nach vorne zu bringen, auszufüllen und erfolgreich an den Start zu bringen, das ist ein großer Antrieb und natürlich das geniale Team, ja, also weil Ja. wir haben eine coole Mannschaft am Start und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass wir das Thema genauso erfolgreich auf die Straße bringen wie New Work. Ja, super. Ja, also ich teile deine Meinung. Ich glaube, die Zeit ist reif dafür und ja, das ist ein super cooler Ansatz, sehr spannend. Ich drücke dir die Daumen, danke dir für deine Zeit und Danke dir. ja, bis bald, Marc. Bis Mach's gut. bald. Schönes Wochenende noch. Ja, Dito, mach's gut. Bis Ciao. dann. Tschüss. Das war mein Interview zum Thema Company Rebuilding mit Marc Wagner, Managing Partner bei der DT-Con. Wenn du Fragen zu diesem Thema haben solltest, dann schreib mir einfach eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem wäre es toll, wenn wir uns in den sozialen Netzwerken wie LinkedIn, Facebook und Co. miteinander vernetzen könnten. Denn so bleibst du immer auf dem Laufenden, wenn ein neuer Podcast rauskommt. Right. Ja, wenn du gut finden solltest, was ich hier mache und diesen Podcast auch noch über iTunes hörst, dann würde ich mich megamäßig darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension hinterlassen könntest. Wenn du nicht weißt, wie das geht, findest du ebenfalls in den Shownotes einen Link zu einer entsprechenden Beschreibung. So, und das war's für heute. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Danke dir dafür, dass du mit dabei gewesen bist. Und ja, wie immer wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Take care, stay gold. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin bleibe ich dein Mike Kaiser. Mach's gut. Ciao, ciao.